Mit der Fertigstellung des Scheibengipfeltunnels in Reutlingen entsteht 2017 das sogenannte Südportal mit Anschluss zur Pfullinger Marktstraße nach Ehningen und Reutlingen. Um den Begriff Südportal zu etablieren und auch zu nutzen, haben sich nun 14 Unternehmen in einem Verein zusammengetan. Das sind sie, die Unternehmen am Südportal. Sie waren Nachbarn, jetzt sind sie noch mehr, nämlich Vereinsmitglieder. Egal, ob sie Holz verkaufen, Küchen oder Fliesen, sie alle eint, dass sie in einem Gebiet liegen, das Anwohner, Kunden und die Unternehmer selbst unterschiedlich beschreiben. Sagt der eine am Südbahnhof, sagt ein anderer im Abachbad und noch ein anderer sagt an der B312. Damit soll jetzt Schluss sein. Also das ist jetzt auf jeden Fall, also pragmatisch gesehen mit der Begrifflichkeit, die wir jetzt als federführendes Grundelement mal geschaffen haben, eine ganz klare Hilfestellung. Wir sagen, wir sind die Unternehmen am Südportal und eben nicht am Marbachbad oder am Südbahnhof oder was uns sonst noch einfallen könnte, um die Gegend hier zu bezeichnen. Vorrangiges Ziel also, erleichterte Kommunikation mit dem Kunden, auf sich aufmerksam machen. Dafür gibt es auch den passenden Internetauftritt. Die B312 sei nicht gerade eine verkehrsberuhigte Einkaufsstraße, im Gegenteil. Die Kunden tun sich halt teilweise schwer, weil wir dieses Gebiet durchtrennt haben mit der B312. Mit ihrem starken Verkehrsfluss, wo es einem schwerfällt, kurz anzuhalten und bei dem Unternehmen reinzuschauen, was die dort machen. Deshalb müssen wir den Verkehr oder die Kunden, die möglichen Interessenten besser informieren, wie sie uns erreichen und wo sie uns finden. Der Verein soll helfen, Kräfte zu bündeln, Standorte der Unternehmen stärken, gemeinsam werben, aber auch ein gemeinsames Sprachrohr gegenüber Land und Stadt sein. Sachen, die uns bedrohen könnten, also schlechte Verkehrskonzepte oder öffentliche Verkehrsmittel, die dann vielleicht für unsere praktische Ansicht als Anwohner, als Unternehmer hier vor Ort uns vielleicht nicht gefallen, um da gemeinsam eben dann zu sagen, nee, wollen wir so nicht oder wollen wir besser haben? Und da sind wir in der Gruppe immer stärker, bei Sachen, die ich jetzt nicht alle genau weiß, was da kommt. Und der Verein geht nun in die Offensive. Am 8.10. steigt ein Fest am Südportal, das erstmals die Leute auf diese begriffliche Veränderung aufmerksam machen soll. Alle 14 Vereinsmitglieder öffnen dann ihre Tore und stehen allen Interessierten Rede und Antwort.